Hallo, liebe WA-Facebook-Freunde. Wir haben kürzlich darüber berichtet, in Büdlingen war es zu einem Großbrand gekommen. Zwei Scheunen gerieten dort gleichzeitig in Brand. Und in Büdlingen kam dann auch sogleich Angst auf. Die Angst, dass es sich wieder einmal um Brandstiftung handeln könnte. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr hatte es zahlreiche Brände in Büdlingen gegeben und tatsächlich war damals ein Feuerteufel am Werk. Er konnte gefasst werden. Nun die traurige Gewissheit. Bei dem Großbrand jetzt handelte es sich ebenfalls um Brandstiftung. Das hat uns die Polizei bestätigt. Wir berichten in der morgigen Mittwochausgabe des WA ausführlich über das Thema. Ein weiteres Thema, das wir morgen in der Mittwochausgabe behandeln, ist der Besuch von Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies. Der war nämlich in Maschen. Heute war er da, er hat sich den Rangierbahnhof angeguckt. Der Rangierbahnhof, wir kennen ihn alle zumindest vom Vorbeifahren, es ist Europas größter Rangierbahnhof und der zweitgrößte Rangierbahnhof der Welt. Verkehrsminister Lies wollte nun vor Ort einmal schauen, wie es dort zugeht. Wir vom WA waren vor Ort und berichten morgen darüber. Lest also auch morgen wieder den WA. Ich freue mich darauf, dass ihr morgen in die Zeitung schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.